Moin, moin, Bastian Didi. Heute soll es mal wieder um Musik gehen. Ich will ja weiter Bass üben und Gitarre. Und jetzt kram ich nochmal, was ich schon vor einiger Zeit mal gemacht habe, vor ein paar Monaten oder vor einigen Jahren. Ich habe hier so ein schlaues Buch, das nennt sich OneNote für Windows. Ja, und da habe ich schon ganz, ganz viele Eintragungen gemacht von. Was ich gelernt habe, was ich für mich speichern will, was ich immer üben will. Ja, das habe ich mir selber hier alles zusammengestrickt. Und jetzt sehen wir hier was ganz Wichtiges. Bis jetzt haben wir immer gelernt, hier die. Ich fange mal zurück. Das hier, ja, die C-Dur-Tonleiter und alles, was drumherum hängt. Die chromatische Tonleiter mit den 12 Tönen. Aus diesen 12 Tönen haben wir dann eine Tonleiter gemacht, die C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. C, D, E, F, G, A, H, C. Und davon ist dann die parallele Molltonleiter, haben wir auch schon gelernt. A, H, C, D, E, F, G, A. Ja? Daraus haben wir die Akkorde erstellt. Die modalen Tonleitern geübt. Intervalle. So, und das habe ich ja jetzt alles auf dem Schirm eigentlich mehr oder weniger. Und das ist im Grunde das alles, was jetzt hier ist. Die Tonleiter, die daraus entstandenen Akkorde, die zum Beispiel, was man hier sieht, das ist zum Beispiel jetzt eine Kadenz, eine Akkordabfolge. Das heißt, die erste Stufe, die vierte Stufe und die fünfte Stufe wieder die erste. Wenn man die hintereinander spielt, hat man eine Kadenz. Ja? Man kann auch eine 2, 5, 1 Kadenz machen. Das heißt also, man fängt mit Moll an, D-Moll, macht den Fünfer, ist ein G-Dur und geht dann auf Tonika, auf C-Dur. Ja? Das ist eine andere Kadenz. Und ganz, ganz viel, man kann aus diesem ganzen Tonleiter kann man sich Kadenzen erstellen, was für einen so hörbar ist, ja, was sich schön anhört. So. Wo ist es? So. Ne, also soweit bin ich ja jetzt schon gekommen. Das habe ich jetzt alles schon mal so mehrmals trainiert, auch auf Gitarre und auch auf dem Bass. Bloß auf dem Bass kann man jetzt mit den Akkorden weniger anfangen, sondern man macht ja Einzelklänge, ja. Aber egal, trotz alledem ist es ganz wichtig auch für den Bassisten, ne? Nicht nur für Gitarre, sondern auch für den Bassisten. So, dann, weil dieses System jetzt steht, mit den modalen Tonleitern auch, ja, das sind ja diese hier. Ne, die ionische, die dorische, phrygische, lydische, mixolydische, äonische, lokrische. Ja, das sind ja diese Tonleiter hier. Kann man ihn auch mal ganz kurz groß machen? So, dann sieht man das besser. Das sind dann die modalen Tonleiter, die dann aus der C-Dur-Tonleiter entstanden sind. Ionische Tonleiter, dorische Tonleiter, phrygische und so weiter. Ja, da kann man sich dann da durcharbeiten. So, dann, wenn man das alles gelernt hat, dann hat man im Grunde die C-Dur oder das C-Dur-System auf dem Schirm. Ne? Ja, dann macht man ganz zum Schluss noch die modalen Tonleitern. Drei Klänge und mit vier Klänge. Ne? Dann fängt man erst mit drei Klänge an. Und dann mit vier Klänge kann man so mit Jazz reingehen. So. Gehen wir noch weiter runter jetzt. Dann bin ich bei den Intervallen gewesen. So. Mal ganz kurz gucken. Dass wir den mal ein bisschen weiter rüber schieben. So, ne? Sieht man das besser. So. Also dieses Ganze habe ich jetzt schon mal an mir antrainiert so. Und jetzt kann man hier zum Beispiel sehen, wenn man die Akkorde selber macht, ja, hier. Wenn man in den Akkorden jetzt reingeht, bei der Gitarre,
dann kann man hier sehen, die 5 Dur-Akkordtypen mit Leerseiten. Dann macht man kein Barré wie auf dieser Seite, dann macht man mal Barrés mit rein, sondern hier macht man alles auch mit Leerseiten, ne? Wie E-Seite, E-Seite und so, die lässt man alles schwingen. Der E-Dur-Typ. Der D-Dur-Typ. C-Dur-Typ, A-Dur-Typ und G-Dur-Typ, ja? Die Akkorde kennt man ja alle schon. Und wer sie noch nicht kennt, der kann sich das hier kurz mal näher angucken. Ne? E-Dur, D-Dur, ne? Da sieht man genau, aha, hier, das sind diese einzelnen Buchstaben hier, 1, 3 und 2, das sind die Finger, ne? Erste Finger, zweite Finger, dritte, vierte Finger, ja, so wird das beschrieben. 1, 2, 3, 4. Wenn da jetzt ein 1 steht, ist ein Zeigefinger, ist ja klar, ne? Und bei hier, da drehst du Dreh, ist der Ringfinger, ne? Damit 3. Und bei 2 ist es eben er hier, ne? So. Und so ist das System aufgebaut. Man kann das ganz einfach sich die Akkorde spielen. Hier, wenn man jetzt C-Dur spielt, 1, 2 und 3 Finger, ne? Kann man an C-Dur Klang erzeugen. A-Dur, alles ohne, also alles mit den Leerseiten hier, ne? Mit ganz vorne, lässt man alles mitschwingen. So, wenn man das aber jetzt nicht mal, wenn man schon ein bisschen weiter geht, dann tut man das ja unter Rücken, macht man die Barrés rein, sagt man. Ne? Dann hat man das, was man hier weiter nach vorne gerückt. Mit dem ganzen Finger drüber gehen und dann mal hier. Hier hat man A, da hat man BB oder ein HB, ne? So, das sind die einzelnen Klänge auf der Gitarre. Und beim Bass ist das ja auch nicht anders. Beim Bass braucht man sich ja bloß das hier wegdenken. Diese unteren beiden Seiten hier, die braucht man sich nur wegdenken. Und das ist ja alles Bass. Von E, A, D und G Seite. Ne? Die 4 Seiten. Deswegen ist das egal, ob man jetzt für Gitarre übt oder für Bass. Also die Muster oder diese Diagramme und sowas, die kann man auch für den Bass jederzeit benutzen, ja? 6 Seiten für die Gitarre und 4 Seiten für den Bass. Gibt auch 5-seitige und 6-seitige Bässe, aber die gehen ja dann außer der Norm aus, ne? So, dann haben wir hier die 4 Klänge. Dann haben wir aus 3 Klänge haben wir jetzt nur einen drauf gemacht, immer. Haben wir auch gelernt, wie das geht, ne? Immer die Terzen drüber ziehen. So, dann habe ich hier noch die Stufen. C-Dur-Tonleiter und A-Moll-Tonleiter, weil das die parallele Moll-Tonleiter ist. Das sind zwar auch modale, ionische und äolische, ne? Aber das sind die wichtigsten. Dur und Moll. Deswegen, wir haben ein Dur-Moll-System hier, ne? So, ich gehe mal weiter runter, wo ich hin will. Das habe ich ja alles schon mal hier mit der Gitarre mal geübt, aber das kann man immer wieder mal rauspicken. Der Moll-Akkord, vierstimmig, ne? Da kann man den Moll-Akkord auch, da habe ich ganz vieles mehr da erlernt. Da kann man aber immer wieder gebrauchen, ne? So, und jetzt gehen wir mal hier. Das ist zum Beispiel die Kadenzen, was ich gerade gesagt habe. Wenn man hier die Kadenz hat, Tonika, ein bisschen runtergehen, so. Subdominante und Dominante und wieder Tonika. Ist eine Akkordfolge. Na, wenn man jetzt sagen wir mal in C-Dur das macht, dann hat man hier C, Subdominant F, G und wieder Tonika. Und wenn man jetzt in A-Dur spielen will, dann macht man Tonika A, Subdominante wäre dann D, zu A, ne? Und die Dominante wäre E und A. Ne? Das sind Kadenzen hier, die kann man sich erlernen. Ist im Dur und Moll, habe ich da geschrieben, ne? Ja, kann man das in jeder Tonart, kann man sich das erlernen. Ne? So. Kadenzen. Ja, da habe ich ganz viel mit Kadenzen gemacht. Jetzt wollte ich mal weiter noch ein bisschen gucken. Jetzt will ich den nächsten Schritt machen. Und zwar gehen wir mal nach den
Ganz Tonleiter, ja, da kann man ja mit anfangen. Ganz toller Termin hatte. Fünf, das sind die, wo ich jetzt drüber reden soll. Wir haben ja gerade die Nur-Tonleiter-Typen gesehen. Die Akkorde dazu. Ja, die fünf Akkordtypen. Jetzt haben wir hier aber fünf Tonleitertypen. Das hat man vorher als Akkorde gehabt. Akkordtypen, da haben wir die Akkorde gesehen. Und dann sieht man zu den Akkorden die Tonleitern, ja? Das heißt also, dieser Typ 1 ist der G-Dur-Typ. Und diesen Fingersatz hier, wenn man sich den erlernt, G-Dur-Typ, dann kann man das ganze System, wenn man das drauf hat, sagen wir mal um ein und noch ein, zwei Halbtonschritte, also ganz Tonschritt weitergeht, dann geht man auf A. Ne? Dann spielt man das ganze System einfach mal auf A. Dann kann man also, was man hier spielt in G-Dur, geht man hier hoch, selbe Typ spielen, selben Fingersatz, hat man hier A-Dur. Und so kann man jeden Halbton, kann man das erspielen. Und darum geht es auch, dass man flexibel wird, ja? Da hat man hier den, zum Beispiel Typ 2, den F-Dur-Typ. Man kann auch F-Dur zum Beispiel hier mit ihm auch spielen, indem wir hier mit ihm nach einem F hochgehen. Dann F. Das ist der zweite Finger dann da. Na, das ganze System hochschieben, man spielt dann wie Latein hier. Da hat man F-Dur. Oder eben D-Dur oder H-Dur, ne? Wie man das verschieben will. Jetzt ist es erstmal G-Dur, dritter Bund. Ja, da kann man also diesen G-Dur zum Beispiel, das ist jetzt der F-Dur-Typ. Wenn man den jetzt auf G-Dur schiebt, ne, kann man diesen Typ auch spielen. Dann ist es auch G-Dur. Bloß, das sieht ganz anders aus. Ne? Ganz anderer Fingersatz. Aber es ist genau derselbe Klang. G-Dur ist G-Dur. Ne? Und F-Dur ist F-Dur. Ja, kann man sich mal angucken. Die Fingersätze, also ganz, ganz wichtig, dass man sich das erlernt. Dann ist man auch flexibel auf der ganzen Gitarre, ne, oder auf dem ganzen Bass. Wie gesagt, also das ist alles für die Gitarre geschrieben. Und wenn man sich die H-Seite und die E-Seite wegdenkt, dann kann man das auch für den Bass noch weiter verwenden. Ne? Dann kann man dasselbe hier auch auf dem Bass spielen. Und das Grüne hier immer, das sind immer die Grundtöne. Ne? Wenn man hier in F was spielt, ist das, der Grüne ist immer dann F. Der F-Ton, ne? Und hier ist es dann eben D-Ton. Ja, so eine Farbkodierung. Dann hat man hier den D-Dur-Typ. Wenn man auch den Akkord D-Dur spielt, dann kann man natürlich die Tonleiter spielen. Wie man hier ist ein D, was grün ist, das ist ein D. Und das müsste ich auch grün machen. Das wäre dann auch ein D. Das ist falsch. Da müsste ich nochmal machen. Nee, der ist ja gar nicht. Der ist ja schon in der zweite Lage. Genau, braucht der gar nicht. Das ist schon richtig so geschrieben, was ich da habe. Ne, das heißt also, wenn ich jetzt den dritten Typ spiele, D-Dur, fange ich da an. A-Seite, fünfte Bund, ne? D, E, F, G, A, H, C und so weiter. Das ist aber jetzt nicht das C-Dur, sondern das D-Dur, ne? Dass man das weiß. Das ist jetzt, da sind auch Halbtöne bei, die man vorher gar nicht kennt. Aber da kommen wir ja dann noch hin. C-Dur-Typ. A-Seite, dritte Bund, zweite Finger. Ne? Setzt man den an hier. Zack. Erste, zweite. Da ist der Grundton. C. A-Seite, C. Vierte Finger, erste Finger, zweite, vierte, ne? Und man weiß, diese T sind wieder dann die C-Töne. Ja, wenn man sich die fünf erlernt, das ist jetzt der fünfte, ist jetzt zum Beispiel der A-Dur-Typ. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, so, ja? Dann setzt man mit kleinen Finger auf den fünften Bund. Vierte. Der dritte und der erste, ne? Das wäre hier. Fis, Gis und A. Fangen wir mit A an, Tonleiter hoch bis A. Noch eine Oktave höher bis A. Ja, das sind die fünf Tonleitertypen. Ich mache die jetzt einmal ganz kurz größer, dass man das mal ein bisschen sichtbarer noch hat. Ne? Nantaken. So. Die will ich jetzt mal noch mal runterkommen lassen und werde die mal dann gleich spielen.
dann kann man das mal so sehen, was ich da so meine. Also das ist schon eine Bereicherung, wenn man sich das hier mal reinzieht. Ja, das ist jetzt also im Grunde, kann man ruhig noch einen Tank größer gehen, ne? Jo. Also ist gut. Ich würde sagen, ein kleiner noch so. Na, da haben wir das. Hey, geh nochmal nicht so schnell. Ist aber schneller hier, oder? Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt hat sich echt so weit wollte man gar nicht gehen, Mensch. Ja, das ist aber ärgerlich jetzt. Komm her, Brücke. Ja, Technik. Harmonisch, da sind wir noch gar nicht. Das ist das hier, genau. So. Harmonisch ist auch schön, aber da muss man das erstmal so den Grund so drauf haben. Ne? Der hat sich verlaufen, ja. Von, wo ist er jetzt hin? Ah ja. Muss mal ein bisschen basteln hier. So. Wo ist er? So, ne? Schade, das reicht. So ist gut. Ne? So, da fangen wir da jetzt mal mit an. Das sind jetzt die 5 Tonleitertypen in Dur. Ja? Und da will ich mich jetzt mal mit beschäftigen. Das ist für die Gitarre und für den Bass ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Dann ist man auch wirklich ganz flexibel. Ne? So, dann will ich jetzt gleich mal, das ist ja jetzt nur Theorie. Und das will ich jetzt mal gleich mal praktisch auch versuchen umzusetzen. Und auch mal zu demonstrieren, was ich da so meine, was ich da jetzt üben will. Ne? Das ist jetzt wieder im Grunde mein Übungsprogramm, was ich jetzt nächste Zeit mal öfters mal übe. Ja, dass man dann auch ein bisschen flexibler und sich ein bisschen erweitert so, ne, mit seinem Wissen um die Musik. So, das ist jetzt der erste Typ, G-Dur. Ne? Sieht man hier die E-Seite, H, G, D, A, E. Das ist die dicke Seite, jetzt das sehen wir hier. Und wenn man jetzt einen Bass hat, E, A, D, G, dann hat man diese beiden Seiten ja nicht. Alles ist ja uninteressant im Grunde. Ne? Dann nimmt man eben nur diese 4, dann hat man genau dasselbe wie mit der Gitarre. Ne? Das kann man auch für den Bass benutzen, ne? Will ich nur sagen. Erster Typ. Zweiter Typ. F-Dur gibt das, ne? Und das sind mal die Grundtöne. F, F, F. Erste Oktave, zweite Oktave, ne? Dass man das ein bisschen mehr erkennt. Und das Gelbe hier, das sind die Leerseiten. Also im Grunde ist so der Sattel, wo die Seiten aufliegen. Da haben wir jetzt D-Dur, das ist der Grundton D. A-Seite, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Bund. Vierte Finger. Dritte Finger, erste Finger. Wenn man weiter runter geht, vierte Finger, zweite Finger, erste Finger. Wenn man wieder hoch geht, zweite, vierte, erste, dritte, vierte, erste, dritte, vierte, erste, dritte, erste, zweite. Dann hat man schon eine Oktave durch. D-Dur. Also das ist jetzt nicht mehr das C-Dur-System. Ne? Da, wir gehen jetzt so ganz langsam aus dieses C-Dur-System mal raus und werden mal versuchen zu transponieren. Das nennt man nämlich, wenn man jetzt D-Dur hat, ja, spielen will. Dann nimmt man das ganze C-Dur-System und verschiebt das nur auf den D. Also einen ganzen Tonschritt höher. Zwei Haupttonschritte, ne? Oder einen ganzen, sagt man auch. Dann hat man D-Dur, das System, ne? Dann haben wir hier C-Dur. Das haben wir jetzt gelernt schon lange, ne? Und das ist ja im Grunde so, so Standard. Was hier das Ding hier, was man hier so sieht, diese Grafik. Das ist im Grunde so Standard, was jeder spielt. Immer nur diese Tonleiter.
Ist klasse, wenn man sich dann antrainiert, ist gut. Aber man ist dann nur auf diese angewiesen. Man kennt ja keine andere, ja? Man kann im Grunde, wenn man jetzt diese hier hat, die D-Dur, ja? Und will jetzt C-Dur haben, dann rücke ich das ganze System einfach nur 1, 2 Achtung, Schritte zurück. Dann habe ich nämlich jetzt hier 4. Dann wird das alles zurückgerückt. Und dann habe ich hier 4, 3 und 1. Ne? C. Und das ist D. Und wenn ich jetzt E haben will, dann schiebe ich das ganze System einfach alles, was da jetzt ist, nach oben ganz unten. Oder wenn ich F haben will, fange ich damit an. Ne? Eis, H, C, Cis, D, dies und so weiter und so fort. Ja? Muss man sich merken. Also ist das C-Dur-System, Typ 4 C-Dur. Das sind also im Grunde, da braucht man keine Noten für. Wenn man sich das erlernt, diese Schemata, oder das ist ein Schema hier, oder eine Form, oder so ein Muster, sagen wir mal, ist ein bestimmtes Muster. Wenn man sich das vor Augen hält und dann öfter mal spielt, dann hat man dieses System drauf. Dann braucht man keine Noten. Ne? Man muss nur immer dann erstmal wissen, wo die Grundakkorde sind, Grundtöne, und fängt dann damit an. Also hat schon was, wenn man sich diese fünf Tonleitertypen antrainiert, ja? Das ist zum Beispiel A-Dur-Typ. Da habe ich in der E-Seite F, Fis, G, Gis, A. A ist der vierte Finger, davor ist der dritte Finger und dann ist der erste. Ne? Fis, Gis, A. A ist der Grundton. Eins, A-Seite, zweite Bund, ne? Drei, vier. Eins, drei und vier. Da muss man aber dann Ganztonschritte machen, ne? Das ist nicht so ganz so einfach, aber das gehört dann dazu. Da sollte man sich auch ganz viel antrainieren, diese Ganztonschritte, ne? Da muss man die Finger ganz schön spreizen, so. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das auch lernt. Das hier kann ja fast jeder so irgendwo, also drei, vier hintereinander. Aber dann wirklich so zwei Ganztonschritte zu machen, ist schon schwieriger, ja? Antrainieren. Erste, dritte, erste, zweite, vierte, erste, dritte, vierte. Und schon hat man die A-Dur-Tonleiter, ne? Fünfte Bund. Und wenn man das ganze System jetzt wieder verschiebt auf zwei Töne höher, fängt man hier an, hat man ein H. Und wenn man das System jetzt hier hinschieben kann, hat man C. Kann man hier anfangen, ne? Diese ganzen Dinger hat man 4, 3, 1, C-Dur. Ne? Das ganze System hochschieben, dann kann man jede Tonart dann spielen. Oder man kann auch runterschieben. Man kann das zum Beispiel jetzt hier runter, das ist A-Dur. Dann schiebe ich das einfach runter. Und dann habe ich die 4 jetzt hier. Dann habe ich G-Dur. Ne? Muss ich mich bloß an diesem System halten. Da schiebt sich alles runter, ne? 4, 3, 1. Ja, also wie gesagt, dieses Muster, wer da Interesse hat, der kann sich das mal merken und speichern. Und ich werde jetzt gleich mal rangehen und fange mal dann gleich mal an, das zu trainieren. Das heißt also, wir gehen jetzt so langsam aus dem C-Dur-System raus und lernen mal andere Tonleitern oder andere Tonarten spielen, ne? Das ist im Grunde das Dur-System, das C-Dur-System, was wir gelernt haben, ist im Grunde nichts anderes, als das nur höher oder tiefer zu machen. Ne? Transponieren, sagt man. So, G-Dur. So, jetzt will ich mal von dem C-Dur-System mal ganz abgehen und will mal also auch andere Tonarten anspielen. Das heißt also im Grunde, anfangen tue ich damit, was ich früher als für die Gitarre gelernt habe. Das habe ich mir mal aufgezeichnet auch. Ich habe da ganz viele Notizen mehr gemacht in den Laufe der Jahre. Und das ist zum Beispiel der Typ 1 G-Dur. Das heißt also hier G, ne, E, F, G. Zweite Finger, erste Finger und vierte. Also der zweite Finger ist auf dem G.
nochmal. Also für Bass normalerweise, das kann man sich auch noch merken hier. Die beiden Seiten kann man sich dann, kann man dann abhaken. Also im Grunde braucht man nur diese vier Seiten hier, bis hierhin. Ja, spielt man auf dem Bass und das ist alles für die Gitarre dann, wenn man sechs Seiten hat. Für den Bass brauchen wir eine E, A, D und G. Die vier Seiten, die spielen wir jetzt mal an. Ich habe zwar einen fünfseitigen Bass, aber die oberste Seite ist eine H-Seite, die lasse ich mal ganz außer Acht. Ja, das ist eine so eine zusätzliche Seite und machen wir hier mit einem G. Zweiter Finger, 4, A, ne? 2, und 1, 3, 4. Ne? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Finger, ne? Das sind mal die Finger an, was da ist. Noch einmal. Erste. G, Grundton. Noch tiefer gehen bei mir. Ne? Aber das wollen wir ja nicht. Ich gehe jetzt immer nur auf der E-Seite hier. Ne? Auf die H-Seite lasse ich ganz weg. Nochmal G. Dieses System nachgehen, das sind die Finger hier. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ne? Dann sitze ich hier an. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Das ist die Tonleiter in dieser Lage hier. Die G-Dur-Tonleiter. In der zweiten Lage, beziehungsweise hier in der dritten Lage. Ne? Weil G ist ja in der dritten Lage. So. Und wenn man diesen G-Dur-Typ kennt, dann kann man den überall spielen. Wenn man jetzt diesen Fingersatz merkt, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, dann weiß man, aha, da kann ich auch woanders spielen. Sagen wir mal, ich setze den jetzt mal hier an. Oder ich gehe mal nach D. Den D-Ton. Wir schieben diesen Grundton jetzt mal nach D. Ja, von G. Na D, hört sich schon mal höher an. Und wir fangen auch da an. Das ganze System spielen wir jetzt hier mal. 2, 4. D. Auch D-Dur. Ja? Also heißt das, diesen G-Dur-Typ kann man überall einsetzen. Ich kann ihn auch hier bei A einsetzen. Oder bei Eis, ne? Bei Gis. Ich sag mal, von G gehen wir jetzt mal ein, zwei Halbtöne höher, also einen Ganzton. Fangen mit A an. Das ist T. Ja? Das heißt also, mit diesem G-Dur-Typ kann man 12 verschiedene Tonarten spielen. Wenn ich den jetzt hier in F spielen würde, setze ich den zweiten Finger auf ein F und spiele dasselbe System auch. Das habe ich vertan. F habe ich gespielt, ne? Also, 2, 2 ist F. Machen wir jetzt auch einmal hochgeschoben. Ja, das heißt, man kann mit jedem Typen, den wir jetzt lernen hier, oder den ich lerne, kann ich alle Tonleitern spielen, also auf jeden Ton. Also man hat ja 12 Halbtonschritte, also kann man 12 Dur-Typen spielen, nur mit dem G-Typ. Ja?
Ja, ist auch der Typ eigentlich, den die meisten spielen und auch nur den kennen. Wenn man das jetzt aber gelernt hat, diesen G-Typ, dann kann man jetzt einen Schritt weitergehen. Also G-Typ kann man dann auch hier einsetzen, sagen wir mal bei Cis. Cis, ne? Da kann man das mit jedem Ton machen, oder mit Ais. Ja, also das war der G-Typ. G. Na, jetzt gehe ich mal einen weiter. Wir haben ja fünf Typen, haben wir ja, ne? Das heißt, die fünf Tonleitertypen in Dur. Ja, das war jetzt G-Dur. Jetzt gehen wir mal eine Etage weiter, machen wir den Dur mal in F-Dur. Das ist der F-Dur-Typ, nicht der G-Dur-Typ, der F-Dur. Und das sieht auch ganz anders aus, ne? Zwei verschiedene Gesichter, also zwei verschiedene, oder Muster, sagen wir mal, ne? Das ist der G-Dur-Typ, jetzt kommt der F-Dur-Typ. Und F ist ja ganz klar, fängt dann auch mit F an, ne? Das Grüne ist immer diese Grundtöne, F, 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 ne? F, da muss man wieder ganz Tonschritte machen. Das ist immer schwer, aber sollte man sehr, sehr oft üben. Ne? Ganz Tonschritte. Auch auf dem Bass. Da bin ich auch bei, da muss ich mich aber ganz schön strecken machen. Ja? Aber wir werden ihn jetzt mal lernen. Das ist jetzt hier der F-Dur-Typ. Das heißt also, ich fange mit dem F an. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, vier. Ne? Wenn man diesen F-Typ dann gelernt hat, im ersten Bund oder in der ersten Lage, kann man den auch verschieben. Den F-Dur-Typ nehmen wir jetzt mal in G. Wir haben ja gerade den G-Dur-Typ gelernt, jetzt machen wir diesen einfach mal in G. Den F-Dur-Typ verschieben wir jetzt um einen ganzen Ton. Ne? Dieselbe Tonleiter wie. Ja? F-Dur-Typ auf G. G. Aber es ist F-Dur, ne? Nicht C-Dur. Verschieben. Das war jetzt G-Dur. Machen wir einen F-Dur-Typ. Nochmal, ich muss mir das mal angucken da. Jetzt ist auch so ein bisschen kompliziert für mich jetzt. Auf G gehe ich dann jetzt, ne? G. Nein, nochmal. F-Dur-Typ, ne? Na gut, okay. Den habe ich halt. Machen wir den F-Dur-Typ mal jetzt auf D.
Fangen wir hier mal an mit den F-Dur-Typen. Das ist ein D-Dur, ne? D-Dur, aber mit dem F-Dur-Typ. Mit diesem Typ. Kann man auch wieder alle Halbtonschritte gehen. Sagen wir mal dies. Ja. F-Dur. Kann man auch, wie gesagt, alle Töne spielen. Das ist der zweite Typ jetzt. Jetzt machen wir den dritten Typ mal. Das ist der D-Dur-Typ. Wenn man sich den auch wieder anguckt, da auch wieder ein ganz anderes Muster, also diese vorherigen. Die haben alle verschiedene Muster. Und die muss man sich einfach nur einprägen. Wenn man das hier öfter spielt, dann braucht man jetzt nicht unbedingt die ganzen Töne wissen. Wissen ist immer ganz wichtig, dass diese Grundtöne, dass man weiß, was man da spielt. Das ist ja logisch. D-Dur-Typ. Der vierte Finger, also der kleine Finger auf der zweiten Seite, auf der A-Seite im fünften Bund. A, ne? Und wenn man da unter den A geht, dann haben wir D-Seite. Das D, ne? Mit D fangen wir an. Gehen wir erstmal rückwärts. 3, 1. Ja, das ist jetzt die zweite Lage. Nochmal zweite. Die, ne? Wenn man jetzt auf die fünfte Seite, sechste Seite für die Gitarre, dann kann man hier weiterspielen. Man kann ja bei Bass nur immer in der vierten Seite aufhören oder weiter hier hochgehen dann. Ne? Was man hier nicht spielen kann, kann man ja hier spielen. Dass man zum Beispiel diese 1 und 2 damit ansetzt. Ja? Das heißt also D. Nochmal, diese Band, ne? Das wäre was. Nochmal. Da kann sein, dass ich mich da auch wieder vertan habe. Ich habe ja ganz viele Sachen gemacht auch. Da soll man sich auch merken, ne? Also was ich hier so bringe, das muss nicht unbedingt alles stimmen. Ne, man soll das mit skeptisch so gegenüberstehen und so und sagen, na, ob das immer so alles richtig ist. Ich mache das selber sogar bei meinen eigenen Sachen, ne? Weil manchmal schleichen sich so Fehler rein. Ne, und wenn man die Fehler antrainiert, das ist ganz, ganz schlecht. Ne, dann kriegt man schlecht los. So. Nochmal D, ne? Aber D fängt ja hier an, nicht hier bei dem hier. Ne? Das ist ja also fünfseitige Bass, der D fängt hier an. So, 4 jetzt und dann gehe ich nach der D-Seite hoch, ja? Ne? Kann man das ergänzen, was da jetzt ist? 1, 2. Wenn man diesen jetzt wieder verschiebt, von D, sagen wir mal nach E, an einen ganzen Tonsprung hoch geht, dann kann man dieses System auch wieder da spielen. Das Prinzip weiterspielen. Das heißt also, E. Jetzt fängt die Tonleiter an, D-Dur, aber in E. Ne? Die D-Dur, den D-Dur-Typ, den habe ich verschoben jetzt um 2 Halbtöne, also einen ganzen Tonschritt.
und fange jetzt nicht mehr mit D an, sondern mit E. Aber ich spiele den D-Dur-Typ. Ne? Und so weiter, dann kann man jetzt den da mal den D-Dur-Typ machen wir jetzt auf. Das ist ja hier A. Spielen wir mal den auf A. Das heißt auch der vierte Finger wieder. Ne? Fingersatz ist wichtig. Ja, das ist also der dritte Typ. Kann man sich merken. Hat man aber schon drei Möglichkeiten, eine Dur-Tonleiter zu spielen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier in C-Dur alle meine Entchen spiele, als Beispiel mal so. Da war der Fingersatz. Jetzt war der G-Dur-Fingersatz. Ne? Man kann aber auch jetzt den Fingersatz nehmen von A. Genau, ne? Aber man nennt schon. So, also man kann jetzt zum Beispiel drei verschiedene Fingersätze machen, um. Oder zum Beispiel der D-Dur-Typ, den machen wir jetzt auch für C. Wenn wir jetzt schon mal bei C sind, also diesen D-Dur-Typ, gehen wir jetzt einen ganz tollen Schritt runter und setzen den jetzt hier an. Das heißt also, der hier ist jetzt der hier. Machen wir den D, machen wir dahin, machen wir den C, habe ich gesagt, ne? So würde ich dann C. Genau. Auf jeden Fall, die muss man sich alle so antrainieren, ne? Nach und nach. Ne? Und dann kann man die auch immer wieder verbinden, ja? Dass man nicht immer nur ein Muster hat, sondern auf fünf zugreifen kann. Ne? Der D-Dur-Typ. Auch nochmal auf D gehen. 1, 3, 4. Und 1, 3, ne? 3, 1, 4, 3, 1, 4. D, oder? D. Kann man wieder zurückgehen noch? D, ne? Dasselbe Prinzip machen wir hier wieder. E. Fangen wir mit E an, aber das ist dieses Thema. Na, wo ist er? Na, so einfach ist das Prinzip. So, dann haben wir noch einen, das ist der C-Dur-Typ. Ja. Das ist ja eigentlich auch, den die meisten eigentlich so auch spielen. Ja, ne? C, ne? C. Der grüne ist schon mal C. 2, 4 und 4 sind Cs. Eine Oktave, zwei Oktaven. Dann spielt man jetzt, wenn man den Grundton hat, zweite Finger wieder. C, ne? Erste Finger, zweite. Vierte. Da geht es nicht mehr weiter, ist ja klar. Dann kann man das höchstens, dass wir auf dieser Seite dann weitergehen. Ne? Nochmal. Ja, C-Dur-Typ. Und jetzt kann man den A-Dur-Typ noch, ist der letzte Typ jetzt, das ist also der fünfte Typ, A-Dur. Ja. Das hat jetzt nichts mehr mit dem modalen Tonleiter zu tun, das sind jetzt alles transponierte Akkorde. Also transponiert heißt eigentlich von C ist ja das Grundsystem
Und wenn man das dann auf D macht oder auf G, ist das halt Transponieren, ne? Von dem ganzen C-Dur-System auf eben dieser Tonart. Das heißt also, A-Dur-Typ ist der fünfte Typ, den man sich merken könnte. Und dann fängt man hier mit A, ne? A und A. Das heißt also, E-Seite, zweite, Fis ist der erste Ton. Fis, ne? Dritte. A, ne? A. A. Nochmal. So, A. Da sind auch wieder ganz so Schritte drin. Ne? Das ist ganz, ganz schwer. Aber eben trainieren, immer wieder trainieren. Ne? Dieser ganz so Schritt ist zum Beispiel ganz wichtig jetzt bei diesem A-Dur-Typ. Dass man sich denn, braucht man sich ja noch merken, hat man gleich, ach, das ist der A-Dur-Typ. Ne? 1, 2, 3. Dann war jetzt die H-Seite, Antrieb. E, Fis, Eis, Vis und A. A. Das ist ganz schön schwer, ne? Wenn man so einen Satz macht. Nochmal. Kommt man drum an. Dann kommt man aber aus der Lage raus, ne? Na? Kann man auch machen, ne? Na ja, wie gesagt, also, da kann man alles so machen. Und wenn man den Weg tut, den A-Typ zum Beispiel jetzt in C macht, ne, kann man auch damit C-Dur spielen. Indem man das jetzt von A, A ist, H und C nach dahin schiebt, das ganze System. Ja, vierte Finger auf C. Das ist jetzt alles verschoben, auch von A nach C. Der A-Dur-Typ, den spiele ich jetzt mal auf C. Erste Finger, vierte Finger auf den C. Das ist der C-Grundton. Hier auf A-Seite. Das ist halt so ein langer, ne? Da muss man aber lernen, ne? Das sind so Ganztontritte. Na, das ist schwer, aber. So Halbtontritte geht da einfach, aber so da sind. Ne? Ganztonleitern, ne? Kann man sich lernen, indem man ganz Tonschritte macht. Also ich mache jetzt nochmal von hier an das System aber auf C gestimmt, das heißt also hier C, vierte Finger, ne? Und gehe jetzt nochmal hoch, ein bisschen A-Dur-Typ, ne? Kann ich es auch auf G spielen. Also das ist wahrscheinlich verstanden, dass man diese, wenn man sich diese fünf Typen antrainiert, ja, dann kann man mit jedem Typ kann man dann also eine Tonleiter, die Dur-Tonleiter spielen. Ja, fünf Dur-Typen sind das. Der erste. Der zweite. Der
Der dritte Typ, ne? Vierte Typ. C-Dur. Und fünfte Typ. Ja? So, dann will ich jetzt nochmal ein Übungsprogramm mit der Gitarre machen. Dasselbe nochmal von vorne, aber mit der Gitarre. Ja, und mit der Gitarre hat man ja dann auch hier sechs Seiten. Ne? Das heißt also, nicht wie beim Bass nur vier, sondern ich kann jetzt diese beiden auch mitnehmen. G-Dur-Typ ist dasselbe wie beim Bass eben, ne? Aber bei der Gitarre ist das auch so. Erste Finger, zweite Finger, erste, zweite Finger. Ne? G. Grundton. G-Dur-Ton, Alter. Aber eine Oktave nur. Wenn man das jetzt weiter hochschiebt und macht den selben Typ nochmal. Dann hat man hier Dis, Dur, Dis, Dur. Also nochmal G. Kann man wieder verschieben, ne? Jeden Halbtonschritt, ne? G, Dur. Gehen wir einen Halbtonschritt hoch, haben wir Gis, Dur. A, Dur. Ja, dann kann man es auch über zwei Oktaven machen. Ich muss diesen Typ jetzt merken. Von dieser Lage aus, diesen Typ muss man sich merken. Ja, dann geht man irgendwo hin, macht man da ein H. Und ein H. Normal, das ist ein D, ne? Nicht mehr konzentriert. Ja, das ist ein G-Typ. Kann man jetzt hier oben machen. Oder hier. Oder? Genau. Das ist Eis-Dur, aber mit dem G-Typ, ne? Gehen wir mal hier nach Tschüss. Ja, Tschüss-Dur, aber mit einem G-Dur-Typ gespielt. Das muss dann sich einspeichern, hat man das schon mal drauf. Dann kann man in jeder Tonart das spielen. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Typ. Typ 2 F-Dur. Da fängt man natürlich mit einem F an, ist ja klar, hier. Zwei Ganztonschritte. Ne? Und dann kann man sich speichern, das ist ein ganz anderes Muster. Aha, wenn man so das anfängt, ist das der F-Dur-Typ. F-Dur. F. F. Aber mit den Ganztonschritten ist es ganz schön schwer. Ne, weil man hat über vier Buden immer. Aber wenn man sich das antrainiert, hier ist es leichter, hier ist es schwerer. Ne? Der F-Dur-Typ. Wenn man sich den jetzt rüberschiebt, dann nochmal nach hier nach H und spielt auch wieder zwei. Ne? F-Dur-Typ ist aber ein H, ne? Machen wir ein H raus.
Den F verschieben wir auf H. H-Dur. Wir stehen dann jetzt mal nach A, machen wir aus dem mit dem F-Dur den A-Dur. Mit dem G-Dur den A. Geht auch, ne? Also es gibt tausend Wege, die führen nach oben. Okay, wissen wir auch Bescheid. Also damit kann man auch jede Tonart mitspielen. Muss man eben diesen Grundton immer dahin, wo man das haben will, dann kann man diese Dur-Tonart da spielen. Ne? Dritter Typ ist der D-Dur. D-Dur-Akkord. D-Dur-Typ. Das ist jetzt der G-Dur-Typ, aber auf D. Und wenn wir den D-Dur-Typ jetzt spielen, das sieht ganz anders aus. Das sieht mir so folgendermaßen aus. D. D. Fangen wir mal an mit D. Die Finger. Erste, zweite, vierte, erste, dritte, vierte. Mit vierten in Bund, vierte in A-Seite, fünfte Bund. Mit dem vierten Finger, ne? D. Sich das merken, wenn man diesen D-Typ jetzt verschiebt, sagen wir mal nach E, ja, kann man das jetzt wieder dasselbe Spiel nochmal machen. Dann ist es ein E, ne? Nochmal den D-Typ in das war hier D, das war jetzt E, könnte man den F machen. Machen wir den F-Dur, aber mit dem D-Typ. F schieben wir heute hoch nach dem F und den ganzen Satz spielen wir so wie der ist. Machen wir jetzt mal C-Dur-Typ. Den spielen die meisten Menschen eigentlich, wenn sie Gitarre spielen, den kriegen die meisten, den Satz hier. Ne? Also wie gesagt, wenn man nur diesen kennt, den C-Dur-Typ, dann ist man eingeschränkt, ne? Man hat ja viel mehr Möglichkeiten, wenn man jetzt in C-Dur, wenn der jetzt so in diesem Stil gespielt wird, macht man ja das, ist ja hier C auch. C. Auch C, ja?
Auch derselbe Typ. Ja, und dann kann man diesen im Grunde verschieben, wie man will auch wieder. Ne? Jeder Tonart hat man, jetzt habe ich hier C, dann nehme ich da, oder hier habe ich ein F, mache ich ein F draus jetzt. Ne? Dann haben wir noch eins, dann der fünfte Typ. Wie gesagt, also ich übe das regelmäßig jetzt hier und dann ist man ein bisschen flexibler so auf der Gitarre mit den Akkorden. Noch ein bisschen mit den Tonleitern. Ne? Wenn ich weiß, aha, der fängt so an, in den Dut. Dann habe ich A-Dur. Das hieß also, ich müsste den kleinen Finger jetzt auf A machen. Grundton A. 1, 3, 4. A. Das ist auch wieder ein ganz toller Schritt bei. Ne? Das ist immer sehr schwer, wenn man das erstmal übt, aber das ist auch eine Übungssache, wie beim Sport auch. Ja? Normal A. A, ne? A. Und wenn man diesen Typ dann auch wieder verschieben will, sagen wir mal, ich will den jetzt mal in D spielen, ne? Aber wenn ich den A-Dur-Typ, dann spiele ich dann einfach hier. 1, 2, 4. D, das ist jetzt kein A mehr, sondern ein D, ne? Aber der hat nur Typ. Da haben wir wieder den ganz tollen Schritt drin. Nochmal, machen wir den nochmal hier. Ganz tollen Schritt, ganz geschickt. A-Dur-Typ. Ne? A-Dur-Typ hier bei A. Ja, also deswegen sage ich, das ist relativ wichtig für Gitarristen und für Bassisten. Ne? Kann man sich ja mal merken. Ganz wichtiges System. Ne? Um schnell und gut nach vorne zu kommen, muss man natürlich auch regelmäßig üben. Ne? Ich bin ja auch nicht so der regelmäßige Über, aber das habe ich schon längst auf dem Schirm, sowas hier, was da so abgeht. Ne? Das ist ganz wichtig hier, die Typen zu wissen. Ja, wie gesagt, die ersten vier Saiten kann man auf den Bass nehmen, ne? Wenn man Bassgitarre übt. Und die anderen beiden, wenn man Gitarre spielt, dann spielt man alles zusammen. Ne? Ansonsten denkt man sich die zwei weg, dann hat man diesen Lauf hier für den Bass. Ne? Die vier. Ich würde sagen, damit erstmal genug für heute. Ciao, ciao.